Kapitel 4 System aus Punktmassen. Bisher hatten wir uns bei unseren Betrachtungen auf eine einzelne Punktmasse konzentriert und alles andere, was nicht diese Punktmasse war, als Umgebung zusammengefasst. Dabei haben wir nicht genau spezifiziert, aus was diese Umgebung besteht, sondern die Umgebung war einfach definiert durch die Angabe der Kraft, welche die Umgebung auf das Teilchen ausübt. Also zum Beispiel könnte man sich hier vorstellen, man hat eine Umgebung, die eine Zentralkraft erzeugt. Das ist eine Kraft, die überall im Raum auf einen gewissen Punkt ausgerichtet ist. Und dann können wir sagen, vielleicht nimmt ja diese Kraft mit dem Abstand von diesem Punkt ab. Dann haben wir hier ein Beispiel für eine Umgebung. Und in dieser Umgebung bewegt sich dann eine Masse, eine Punktmasse mit vielleicht der Masse m. Und das Newtonsche Gesetz hat uns dann eine Beziehung gegeben zwischen dieser Kraft der Umgebung und der Bahnkurve dieses Teilchens. Und eine wesentliche Eigenschaft von so einem Modell aus Punktmasse und Umgebung ist eben, dass die Umgebung in einer gewissen, auf eine gewisse Art starr ist, selbst undynamisch. Das soll heißen, das Kraftfeld ist unabhängig von der Bahnkurve des Teilchens. Ob das Teilchen jetzt da ist oder da ist oder da ist, oder ob es schnell oder langsam sich dadurch bewegt, ist das Kraftfeld das gleiche. Natürlich ist die Kraft, die das Teilchen hier spürt, eine andere als hier. Die Kraft wird ja zum Zentrum immer größer. Aber das Kraftfeld insgesamt, dem ist es egal, was das Teilchen da drin macht. Und so eine Starrheit der Umgebung ist nicht immer gut. Und zwar hängt es davon ab, wie diese Umgebung jetzt wirklich realisiert ist. Ein Detail, um das wir uns bisher nicht gekümmert haben. Denn nach dem dritten newtonschen Axiom gibt es ja zu jeder Kraft, also der Kraft des Kraftfeldes, auch eine gewisse Gegenkraft. Das heißt, diese Masse wird auch eine Kraft auf die Umgebung ausüben. Und ob diese Gegenkraft jetzt eine Auswirkung auf die Umgebung hat, entscheidet sich dadurch, woraus die Umgebung gemacht ist. Wenn das zum Beispiel die Erde ist und das ist das Gravitationsfeld der Erde, dann ist die und das da ein Stein, dann ist die Erde sehr viel schwerer als dieser Stein und dann ist die Rückwirkung durch die Gegenkraft auf die Erde vernachlässigbar. Also es gibt eine Kraft zwischen den beiden, F, aber die Erde ist halt so schwer, dass es kaum zu einer Beschleunigung führt. Wenn wir also dieses F haben, hier haben wir die Masse der Erde, M, dann gilt ja für die Erde auch sowas, das Newtonsche Axiom. Aber die Beschleunigung der Erde A ist halt sehr klein, wenn das M sehr groß ist. F ist gegeben, M ist riesig, dann mit die gleichen geht, ist das A halt klein. Anders als beim Stein, der Stein ist ein kleiner Stein, da ist die betragsmäßig gleiche Kraft, wirkt auch auf den Stein, aber dann ist das M kleiner, wird die Beschleunigung halt entsprechend groß sein. Da funktioniert das. Aber wenn wir zum Beispiel den Mond durch die Gegend schmeißen, dann ist der Mond so schwer, dass die Kraft zwischen den beiden groß ist und dann ist die Auswirkung auf diese Erde groß genug, dass die Erde sich bewegt zum Mond hin. Und dann verändert sich natürlich das Zentrum der Zentralkraft und damit ist das Kraftfeld nicht mehr unabhängig davon, wo jetzt diese Punktmasse des Mondes ist. So, und wenn das der Fall ist, dass die Rückwirkung auf die Umgebung nicht mehr vernachlässigbar ist, dann müssen wir halt das Teilchen aus der Umgebung herausnehmen und als eigenständiges dynamisches Objekt mit einer eigenen Bahnkurve betrachten. Und das machen wir jetzt genau in dem Kapitel, Systeme aus mehreren Punktmassen. Wir erlauben weiterhin eine Umgebung, in der sich diese mehreren Teilchen bewegen. Also es könnte zum Beispiel sein, Erde und Mond jetzt gemeinsam in der Umgebung des Gravitationsfelds der Sonne, was dann wieder undynamisch ist und so fort. Je nachdem, was man gerade als undynamisch betrachtet. Also welche Massen sind so groß, dass man da diese Bewegung vernachlässigen möchte. Ja, konkret werden wir als erstes die Bewegungsgleichung für all die dynamischen Massen aufschreiben. Und dann werden wir daraus Aussagen herleiten, die das Gesamtsystem betreffen. Im ersten Unterkapitel sprechen wir über die Bewegung des Schwerpunkts. Wir werden den Schwerpunkt definieren, sehen, was es ist, sehen, warum das eine gute Definition ist. Und im zweiten werden wir uns um die Erhaltungsgrößen in Mehrteilchensystemen kümmern.
sehen, welche das sind und die Bedingungen besprechen, unter denen die Größen wirklich erhalten sind. So, um jetzt, also 4.1 Schwerpunktsatz, um jetzt die Notation nochmal festzulegen, hier schauen wir uns mal ein System aus drei dynamischen Massen an. Das ist hier Masse M1, Masse M2, Masse M3. Die können natürlich alle unterschiedlich sein. Und die üben jetzt irgendwelche Kräfte aufeinander aus. Und wir hatten gesagt, erster Zusatz, dass die Kräfte zwischen Körpern immer entlang der Verbindungslinie wirken. Das heißt, 1 und 2 üben jetzt eine Kraft. In dem Fall habe ich jetzt anziehend gemalt. Das muss nicht sein. Es könnte auch eine abstoßende sein. Aber die sind entlang der Verbindungslinie. Ui. Und nach dem dritten Newton-Axiom sind die immer entgegengesetzt gleich groß. Und das könnte zum Beispiel das sein. Und die beiden, sagen wir, spüren sich gar nicht. Hier könnte eine Feder zwischen den beiden sein. Hier könnte irgendwas, eine abstoßende Feder, also eine Feder, die jetzt vielleicht gerade gestaucht ist, sein. Also egal, wir machen hier auch noch. Nee, muss, ja, es muss nicht jedes Teilchen sich jedes andere anziehen. Also wir lassen mal die innere Kraft, also diese Kraft zwischen 1 und 3, lassen wir weg. Und dann könnte es noch Kräfte geben, die von der weiteren Umgebung ausgeübt werden. Also zum Beispiel könnte das hier ein Gravitationsfeld sein, was das runterzieht. Oder wir könnten auch nochmal eine solche Masse, eine Feder an die Decke hängen. Dann gibt es hier nochmal eine Kraft und so fort. So, wir haben also Kräfte, die zwischen den dynamischen Massen wirken. Und dann haben wir Kräfte, die zwischen denen und der Umgebung wirken. Die einen nennen wir die äußeren Kräfte, und also die roten sind die inneren Kräfte, innere Kräfte, und die anderen sind die äußeren Kräfte. Und zur Notation sagen wir, hier ist der Index da reingerutscht, sagen wir, diese Kraft, die das Teilchen 2 auf das Teilchen 1 ausübt, nennen wir 1,2. Vorne steht der, auf den die Kraft wirkt, hinten steht der, von dem ich aus dem die Kraft. Dann ist das die Kraft F2, die Kraft, die 1 auf 2 ausübt, das ist die Kraft F, die 3 auf 2 ausübt, das ist die Kraft F, die Kraft 2 auf 3 ausübt. Und das sind alle inneren Kräfte, die ich hier in dem Modell mal angenommen habe. Und es gilt natürlich, dass F1,2 gleich minus F2,1 ist. Das ist das dritte Newton'sche Axiom. Allgemein das. Und die anderen nennen wir einfach äußere Kräfte. Die war jetzt blau. F und die kriegen den Index. Naja, wir fassen die alle zu. Jetzt, diese arme Masse M1 wird jetzt von zwei Kräften beeinflusst, zwei äußeren Kräften beeinflusst. Die Feder und diese Gravitationskraft. Und in meiner Notation summiere ich die alle auf. Also die beiden zusammen. Die beiden zusammen in der Summe, ich kann ja Kräfte addieren nach dem zweiten Zusatz. Alle Kräfte können vektoriell addiert werden zu einer Gesamtkraft. Soll das jetzt hier die äußere Gesamtkraft auf Teilchen 1 sein? Und das da ist die äußere Gesamtkraft, die äußere Kraft eben auf das Teilchen 2. Und das ist die Kraft auf Teilchen 3 von der Umgebung. Man könnte jetzt eigentlich an die inneren Kräfte noch so einen Index I machen für innere und äußere, aber weil die ja jetzt schon zwei Indizes haben, wenn es zwei Indizes sind unten, dann sind das ja zwei Teilchenzahlen, dann weiß man, das muss halt eine innere Kraft sein, weil sie zwischen zwei Teilchen wirkt. So, das soll die Notation sein. Und jetzt brauchen wir die Bewegungsgleichung für diese dynamischen, für jedes von denen. Aber wenn man jetzt auf so ein Teilchen schaut, dieses hier, dann ist dem Teilchen ja das eigentlich egal, wo diese ganzen Kräfte herkommen. Es wirkt eine Gesamtkraft auf dieses Teilchen, die gegeben ist aus, in dem Fall, die äußere Kraft F2, die innere Kraft F2,1 und die innere Kraft F2,3. Und die Summe dieser Kräfte ist das, was auf das Ding, das Teilchen 2 wirkt. Und das könnte jetzt, wie bisher eine Umgebung sein, die das auswirkt, oder eben hier sowas aufgedröseltes, aber es spürt diese Kraft und dafür gilt dann Newton. Das heißt, wir können jetzt für jedes Teilchen das Newton'sche Gesetz aufschreiben mit den entsprechenden Kräften, die auf das Teilchen wirkt. Und das sieht dann so aus.
I ist jetzt die Teilchenzahl, also die Nummer des Teilchens. Das geht dann von 1 bis n. Wir haben n Teilchen. Gerade hatte ich n gleich 3. Im Beispiel hatten wir n gleich 3. Und das dritte Teilchen hat die, also das i-te Teilchen hat die Bahnkurve Ri. Es gibt jetzt also R1 von t, R2 von t und R3 von t. Jeder hat sein eigenes und hier ist jetzt allgemein geschrieben Ri. Jedes Teilchen hat seine Masse, m1, m2, m3, allgemein mi, und das ist gleich die Kraft, die darauf wirkt. Und das sind jetzt halt alle Kräfte zusammengenommen, die auf die Teilchen wirken. Was hatten wir denn? Jedes hat hier eine äußere Kraft, fa, mit dem Index, der zu dem Teilchen gehört. Und dann gibt es einen Haufen innere Kräfte, die auf das Teilchen wirken. Und das sind jetzt die Kräfte mit den zwei Indizes. Und die Kraft, die auf das i-te Teilchen wirkt, hat vorne den Index i. Also hier war das Teilchen 2, das hat in den Innerkräften überall die 2 vorne. 2 von 1, 2 gewirkt von 3. Und der da unten, der Dreier, hat die 3 vorne und der Einser hat die 1 vorne. Und dann, also hier, das ist immer das i, was auch hier steht. Und der andere Index sind dann alle anderen Teilchen, die da noch so sind und innere Kräfte ausüben können. Wenn die Kraft 0 ist, dann fliegt das halt raus, dann ist das F gleich 0. Aber im Prinzip muss ich über alle inneren Kräfte summieren, die ungleich, also das Teilchen wirkt dann nicht auf sich selbst. Das J läuft auch über alle Teilchen von 1 bis N, aber nicht auf dasselbe. Eine Masse wirkt nicht auf sich selbst. Und das sind jetzt tatsächlich schon die Bewegungsgleichungen. Also hier könnte man jetzt aufschreiben, das ist hier also dieses F1a plus F1,2 plus F1,3. Das ist F2a plus F2,1 plus F2,3. Und das hier ist F3a plus F3,1 plus F3,2. Das sind die ganzen Terme, die wir haben. Jedes Teilchen kriegt seine äußere Kraft und jedes kriegt auch die inneren Kräfte, wobei es innere Kräfte eins weniger als die Zahl der Teilchen gibt, weil eben die Teilchen nicht auf selber wirken. Und so sieht das aus. Und allgemein geschrieben ist eben das hier. Und diese Gleichungen bestimmen im Prinzip die Bahnkurven aller Teilchen. Damit sind wir eigentlich fertig, nur dass die Gleichungen sehr schwierig sind zu lösen. Wir haben viele davon, wir haben halt so viele, wie Teilchen sind und alles sind Vektorgleichungen. Das heißt, wenn wir das als ein dreidimensionales Problem auffassen, also die Teilchen können sich in drei Dimensionen wirklich bewegen, dann sind das 3n Komponentengleichungen. Jede von den n sind 3 Komponenten. Und diese Gleichungen sind auch nicht unabhängig voneinander. Denn die inneren, also die Kräfte hängen von den Positionen ab. Die äußere Kraft hängt im Allgemeinen von der Position des Teilchens ab. Ja, ist es nah an der Erde oder weit weg oder so, dann gibt es eine andere Kraft. Und dann hängt es von der Position des Teilchens selbst, von Ri in dem Fall ab. Die inneren Kräfte hängen wahrscheinlich auch von der Position des anderen Teilchens ab. Sind die nah beieinander oder weit weg, gibt es eine andere Kraft. Das heißt, diese Dinger sind Funktionen der Bahnkurven selbst wieder, aber nicht nur der eigenen aus der i-ten-Gleichung, ist nicht nur das Ri, sondern eben auch das Rj drin. Die sind also, es sind viele Gleichungen, die alle gekoppelt sind. Und es ist einfach eine Tatsache, dass es dafür in den seltensten Fällen analytische Lösungen gibt. Also wenn Sie jetzt hier zum Beispiel die Gravitationsanziehung von drei Himmelskörpern nehmen, dann gibt es da keine geschlossenen Formeln für die Bewegung. Man kann das natürlich aus diesen Gleichungen numerisch berechnen und zwar sehr gut, sonst würde man ja nicht Raketen fliegen können und alles vorausbrechen, Sonnenfinsternis und sowas. Das kann man ja, aber eben es gibt keine einfachen, schönen Formeln dafür. So, und deswegen machen wir da weiter und versuchen aus diesen Gleichungen was Schönes noch zu machen. Und eine schöne Sache ist eben der Schwerpunktsatz, den wollen wir hier jetzt besprechen. Und das geht wie folgt. Da steht halt, dass es viele Gleichungen sind. Hier, wir gehen jetzt dahin und überlegen uns, dass wegen dem dritten Newtonschen Axiom, wir hatten ja diese Gleichung hier, dass die inneren Kräfte
gleich groß und entgegengerichtet sind. Das heißt, da, diese Gleichung können wir ausnutzen. Wenn man nämlich jetzt alle Gleichungen summiert, ich habe jetzt hier eine Summe geschrieben vor alle Gleichungen, dass die eine Summe über das J stand ja schon da, jetzt ist da noch ein I dazugekommen. Das ist also die Summe aller. Was hier steht, war M1 R1 Punkt Punkt plus M2 R2 Punkt Punkt plus M3 R3 Punkt Punkt gleich. Und dann hatten wir F1 A plus F1 2 plus F1 3 plus FA2 plus F21 plus F23, da haben Sie noch Lust, ist nicht mehr lang, FA3 plus F31 plus F32. Das machen wir. Wir addieren einfach alle Gleichungen. Die sind ja wahr, warum soll man sich mal addieren? Dann haben wir links diese Beschleunigungsterme von allen Teilchen und rechts diese Kräfte. Und wenn man jetzt guckt, weil der alles addiert wurde, treten immer paarweise auf. Also dieses F12 gibt es hier und F21 gibt es da. Weil das ist die Kraft von 2 auf 1 und das ist die Kraft von 2, 1 auf 2 und die beiden haben wir die gleichen haben wir addiert, also sind das, tauchen jetzt auf. Aber die Summe aus beiden ist 0, weil das eine ist das Negative des anderen. Das heißt, die fliegen raus. Und 1 und 3 gibt es hier, aber weil wir das Zeichen 3 auch dazu addiert haben, gibt es auch die 3, 1, dann fliegen die auch raus. Und 2, 3, 3 gegen 3, 2 geht auch weg. Das heißt, alle inneren Kräfte im Allgemeinen sind gleich 0. Wir haben in der Summe der Gleichungen diese hier nicht mehr dabei. Hier hatte ich das gemalt, wenn man das jetzt nicht als ein Beispiel mit 3 macht, sondern für allgemein. Es gibt immer zu jeder Kraft J gibt es auch die JI und dann kürzen die sich so raus. Wir haben das hier an dem Beispiel. Und dann haben wir also nur noch dieses hier, diese kurze Gleichung und können da weitermachen. Die rechte Seite definieren wir erstmal als FA ohne Index. Das ist jetzt die äußere Gesamtkraft. Das ist ja, sind alle äußeren Kräfte auf die einzelnen Teilchen. Wir addieren die einfach. Und dann heißt es FA und das ist eine schöne Gleichung. Dann haben wir diese Summe. Diese Summe ist gleich FA. Das da ist gleich die äußere Gesamtkraft. Jetzt ist die Frage, was das hier links ist. Das ist die Summe dieser Beschleunigungsterme. Also wenn ich jetzt hier meine drei Teilchen habe, die waren hier orange, dann haben die irgendwelche Bahnkurven. Und dann da haben sie vielleicht irgendwelche Beschleunigungen. Der beschleunigt gerade nach da, der beschleunigt nach da, der beschleunigt nach da. Das sind diese R1 Punkt Punkt, R2 Punkt Punkt und sowas, R3 Punkt Punkt. Und diese Vektoren soll ich jetzt irgendwie addieren und dann noch mit den Massen. Das ist irgendwie die Frage, was das ist. Anstatt sich diese Seite jetzt als eine Summe von Beschleunigungen vorzustellen, ist es interessant, die Punkte mal rauszuziehen, weil die Massen sind ja nicht zeitabhängig und aus der Summe kann ich nach der Summenregel das rausziehen. Das heißt, ich kann diese linke Seite auch mir vorstellen als das hier unten, als die zweite Zeitableitung von diesem Vektor hier. Und dieser Vektor ist jetzt nicht mehr die Summe der Beschleunigung, sondern ist die Summe der Orte. Also jetzt addiere ich diese Vektoren, nicht mehr die Punkte, sondern diese. Und wenn ich das summiert habe, dann leite ich ab. So, das heißt, also, das ist R1, das ist R2 und das ist R3. Das sind die Orte und die addiere ich jetzt. Aber auch nicht so nackt, sondern ich addiere sie mit den Massen. Also je schwerer diese Massen sind, wenn das hier eine große Masse ist, dann wird in der Summe dieser Vektor einen größeren Beitrag liefern als diese für diese kleine Masse und das hier so eine mittlere Masse, sagen wir. Und dann kommt halt irgendein Vektor raus, der liegt dann, ja, wenn das hier eine riesen schwere Masse liegt, der Vektor irgendwo da oben. Und das sind kleine. Dann liegt er halt nicht ganz da drüber, sondern ein bisschen da. Das könnte also zum Beispiel dieser Vektor hier könnte, dieser Vektor könnte der Vektor R, wie heißt der? Summe MIRI sein. Irgendwas, was da oben liegt. Das ist auch nicht so ganz schön und geometrisch klar, was das ist. Deswegen, und zwar liegt er so weit weg, weil diese Massen da drin spielen. Wenn ich also eine Riesenmasse habe, dann multipliziere ich den mit einer Masse und dann mit einer großen Masse mit 1000, dann ist es da oben. Und dann hat es auch nicht mal die Einheit von der Länge, weil dann ist nämlich Kilogramm mal Meter. Und deswegen wollen wir das durch eine Masse dividieren, damit es wirklich eine Länge ist.
Und wir nehmen die Gesamtmasse, durch die wir das dividieren. Dann kommt er nämlich wieder zurück. Wenn wir also diesen Vektor hier, wenn wir diesen Vektor da oben durch die Gesamtmasse teilen. Ich mache das jetzt mal hier. Ich sage, wir schauen uns M1 durch MR1 plus M2 durch MR2 plus M3 durch MR3 an, wobei das M gleich M1 plus M2 plus M3 ist die Gesamtmasse. Dann sind diese Vorfaktoren M1 durch M, M2 durch M, M3 durch M ja alle kleiner als 1, positiv und kleiner als 1. Sie könnten das als Prozentzahlen sehen. Wie viel Prozent der Gesamtmasse entfällt auf Teilchen 1, wie viel Prozent auf 2, wie viel auf 3? Und dann addieren Sie jetzt diese Orte mit den entsprechenden Massengewichten, Gewichtsfaktoren, den Massenprozenten von denen. Und das wollen wir gleich den Schwerpunkt nennen. Das ist nämlich irgendwo in der Mitte. Ja, jeder will, dass diese Summe zu sich kommt und der Schwere gewinnt quasi. Sind die beiden Massen M1, M2 und M3 vernachlässigbar, dann geht alles in den Ort und dann kommt raus, dann haben wir hier sozusagen das 100%, dann sind wir beim Vektor R1. Hätte M2 gewonnen, hätte quasi die 100% der Masse, dann wären wir bei R2. Den Vektor nenne ich jetzt, den nenne ich übrigens R, dann kann ich das besser sagen. Also dann, wenn die Masse zu quasi 100% bei M3 liegt, dann wäre das R, dieser Vektor hier, diese Summe, gleich dem R3. Und sind die gleich verteilt, dann liegt es irgendwo in der Mitte dazwischen. Und das ist eben der Schwerpunkt. Das ist das räumliche Mittel dieser Punkte, aber gewichtet mit den Massen. Wir treffen also jetzt die Definition. Ich sage Ihnen gar nichts Neues. Ich weiß, dass Sie wissen, dass das Schwerpunkt ist, aber so würde man sich das jetzt überlegen. Man hat diese Gleichung, man will den Ausdrücken eine Bedeutung geben, eine Interpretation. Und das wäre jetzt sozusagen der Gedankengang dahinter, wie man sich überlegt, was das denn für ein Objekt ist, diese Masse, die wir, oder dieser Vektor da links, den wir einfach bekommen haben, weil wir willkürlich diese Newtonschen Gesetze addiert haben, aus der Motivation heraus, dass wir sehen, dass sich da was wegkürzt. So, also haben wir das jetzt gesehen. Wir definieren jetzt diese Summe geteilt durch M, Gesamtmasse hier, als den Schwerpunkt des Systems R. Das kann man ausrechnen, sobald man die Positionen und die Massen der Teilchen kennt. Dann die zweite Ableitung, die da sowieso stand, von diesem Schwerpunktsvektor. Und das M müssen wir noch davor schreiben, weil wir hier definiert haben. Also einmal dividieren und das M einfügen hat nichts verändert. Und dann ist die gesamte linke Seite dazu geworden und unser Gesetz, die Summe aller Newtonschen Gesetze sieht jetzt so aus und zwar selbst wieder wie ein Newtonsches Gesetz. Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Aber eben als Kraft ist es die Summe aller äußeren Kräfte. Also in meinem Beispiel war das ja hier, das, was auf Teilchen 1 von der Feder kommt, das, was von Teilchen 1 wegen der Gewichtskraft kommt und dann die Gewichtskräfte hier, die werden addiert, obwohl die eigentlich an verschiedenen Stellen angreifen, mal bei 1, mal bei 2, mal bei 3, ist egal, wir addieren die einfach drauf. Und das ist dann diese rechte Seite und die linke Seite war eben unsere Schwerpunktbeschleunigung mal die Gesamtmasse. Und diese Gleichung, die Schwerpunktsatz heißt, ist in Worten, der Schwerpunkt eines Systems aus Punktmassen bewegt sich so, als ob er selbst eine Punktmasse mit der Masse m wäre, auf die die Summe aller äußeren Kräfte wirkt. Also das System macht irgendwas, aber der Schwerpunkt bewegt sich auf einer Bahnkurve so, als sei alle Masse in ihm konzentriert und auch alle äußeren Kräfte konzentriert und die inneren Kräfte sind rausgeflogen. Die inneren Kräfte beeinflussen die Bewegung des Schwerpunkts nicht. Das könnte man wieder so sagen, man kann sich nicht, also in einem Beispiel jetzt, man kann sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Wenn also sozusagen sie im Sumpf sind und die Gravitationskraft der Erde sie runterzieht, dann zieht sie runter, egal ob sie strampeln. Strampeln, wir haben seit Nebenbemerkung einer Woche ein Neugeborenes zu Hause und das hat auch noch nicht den Unterschied zwischen inneren und äußeren Kräften verstanden. Es versucht sich fortzubewegen, indem es so macht. Und das sind aber innere Kräfte und damit bewegt sich der Schwerpunkt gar nicht. Was es lernen muss, ist eine äußere Kraft auszuüben auf die Umgebung
Und dann wirkt die Umgebung zurück. Und das ist dann die Fortbewegung. Das war nur eine Nebenbemerkung. Jetzt will ich mir hierzu noch ein paar Bilder anschauen. Und zwar zu dem Schwerpunktsatz. Nehmen wir als Beispiel ein System aus zwei Punktmassen, die mit einer Feder verbunden sind. Das ist nämlich eine Federhantel. Die haben Massen. Es gibt eine Federkonstante. Wir haben noch nicht so viel über Federn gesprochen, aber das ist nicht so wichtig. Und die Feder hat eine gewisse Länge und die Bewegungsgleichung sind zwei Bewegungsgleichungen, zwei newtonsche Gleichungen. Masse mal Beschleunigung. Es ist eindimensional, deswegen habe ich keinen Vektor R, sondern ich habe eine Koordinate x. 1 steht für das erste Teilchen und hier gibt es jetzt eine Kraft, das ist die Federkraft. Die wir dann irgendwie auch nochmal sagen, wie was jetzt eine Feder ist. Das hier ist das Newtonsche Teilchen 2, da gibt es diese andere Federkraft und man sieht, das ist das gleiche wie oben, nur mit einem anderen Zeichen, weil Kraft und Gegenkraft. Und es gibt nichts aus der Umgebung, das ist einfach eine freie Federhantel. Federhantel in einer leeren Umgebung. Jetzt wird das hier gelöst, was das für eine Bewegung ausführt. Und hier sehen Sie jetzt diese Federhantel, die Feder zwischen den Beinen, der eine ist ein bisschen größer als der andere. Und ich kann das mal hier laufen lassen. Und dann, hier sieht man unten, dass die Zeit verstreicht und die beiden schwingen da hin und her. Die Feder hat eine gewisse Ruhelänge, jetzt wird sie gerade gestaucht und wenn sie gestaucht ist, dann will sie die wieder auseinandertreiben und dann wieder zusammenziehen und so fort. Jetzt kann ich hier noch die Teilchenspuren einschalten. Jetzt sieht man, wie die sich bewegen. Die bewegen sich auf, werden wir auch noch sehen, trigonometrischen Funktionen. Das ist ein Sinus und Cosinus. Und das schwingt immer sehr schnell hin und her. Und was macht jetzt der Schwerpunkt? Jetzt kann man den Schwerpunkt bestimmen. Das eine hatte Masse 2, das andere Masse 1. Also der Schwerpunkt sollte nicht genau in der Mitte liegen. Der hat jetzt sozusagen, was ist das? 2 von 3, das sind 66%. Und der hat 33%. Das heißt, wenn ich den Schwerpunkt einzeichne, dann wird er näher hier liegen. Und das Lustige ist, Sie sehen, der hat eine Bahnkurve, der bleibt immer an der gleichen Stelle. Es gibt eben auch keine äußere Gesamtkraft. Es gab nur eine innere Kraft. Und der Schwerpunkt würde jetzt entweder in Ruhe bleiben, wenn er am Anfang Ruhe ist, oder sich geradlinig gleichförmig bewegen. Ich habe das jetzt so aufgebaut mit Anfangsbedingungen, dass der Schwerpunkt in Ruhe ist. So, das ist jetzt ohne äußere Kraft. Stopp. Jetzt setzen wir die Federhantel in ein homogenes Schwerefeld, Gravitationsfeld also, m mal g, jetzt gibt es hier dieses g und das heißt, hier gibt es nochmal diese extra Kraft, m1 mal g und m2 mal g ist die Kraft und das zieht nach unten, deswegen dieses Minuszeichen und jetzt macht er das wieder und jetzt haben wir hier unsere Hantel, passt die gar nicht mehr richtig drauf. Das ein bisschen kleiner machen. So. Und jetzt, ach so, noch kleiner machen. Lassen wir dieses Ding fliegen. Hier habe ich jetzt eine Anfangsgeschwindigkeit nach oben. Jetzt steigen die beiden und machen dabei diese Zappelbewegung. Und sieht so ein bisschen aus wie eine Raupe, wenn er oben ist. Jetzt stellen Sie vor, der fällt und macht halt seine Schwingungen. Und während die beiden runterfallen, beeinflussen sie sich halt gegenseitig. Der kommt jetzt zwischendurch mal ein bisschen nach oben. Ne? Der wird nämlich von der Feder gegen die Schwerkraft gedrückt. Und lustig ist halt, wenn man jetzt sieht, wie die Teilchenspuren aussehen. Die sehen so aus. Das sind halt irgendwelche Gleichungen. Die ist auch numerisch integriert, damit es schneller geht. Und jetzt will ich den Schwerpunkt sehen. Den zeichnen wir auch noch ein. Dann ist das der. Und das ist die perfekte Parabel. Denn in der Summe wirkt halt, wo sind wir denn hier oben? Wenn ich jetzt die beiden Gleichungen addiere, dann fliegt die innere Kraft raus und die beiden addieren sich. Dann haben wir m1 plus m2 mal g, das heißt die Kraft auf diesen Schwerpunkt ist gerade die Summe der Massen mal g, also die Beschleunigung ist die Erdbeschleunigung und deswegen sieht das so aus, als ob der Schwerpunkt sich so
bewegt, als würden die beiden zusammen vereinigt im Schwerpunkt sein und haben Gesamtmasse. Und diese innere macht keinen Sinn. Da können Sie jetzt nicht rausziehen. Sie fallen, auch wenn Sie wackeln und innere Kräfte ausüben. Jetzt ist die Frage, warum ist es dann so schwer, mehr als zwei Teilchen zu beschreiben? Also wenn ich hatte ja gesagt, dass Sonne, Mond und Sterne kann man nicht analytisch lösen, aber man kann man nicht die immer gruppieren, kann man nicht sagen, hey, ich habe eigentlich immer nur zwei Teilchen. Ich nehme erstmal Mond und Erde zusammen, finde raus, was die machen, dann habe ich nämlich Keplerbahn oder so, dann nehme ich den Schwerpunkt von den beiden in der Sonne und dann habe ich das. Und das, da gibt es nämlich irgendein eine kleine Falle. Deswegen schaue ich mir jetzt, um Ihnen das zu zeigen, das inhomogene Schwerefeld an. Das war das homogene Schwerefeld, das heißt, es wirkt überall die gleiche, also es ist ja nicht die gleiche Kraft. Die Kraft hängt von der Masse des Teilchens ab. Hier oben wirkt M1 mal G, da unten wirkt M2 mal G nach unten. Aber es ist ja vom Abstand her. Also ob die Masse jetzt hier oben oder unten oder sonst wo ist, ist das gleiche. Deswegen homogen. Inhomogen heißt, dass es vom Abstand abhängt und je weiter man weggeht, desto schwächer wird es. Und dann haben wir jetzt hier dieses Newtonsche Gravitationsgesetz stehen, anstatt M mal G, sondern dieses hier. Und hier ist jetzt die Abstandsabhängigkeit drin. Das ist jetzt dieser äußere Kraftterm auf die eine und der äußere Kraftterm auf die andere. Und jetzt rechnen wir das hier. Wie sieht das dann darin aus? Und dann kommt hier das Bild. So, gleich. Das wird nicht ganz anders aussehen. Das wird wieder, machen wir direkt die Teilchenspuren. Das sieht so ähnlich aus. Es ist nicht wirklich so parabelförmig. Das geht tendenziell in Richtung Ellipse. Kepler-Ellipse, wir werden ganz viel über Planetenbewegungen sprechen. Das ist deswegen nur tendenziell eine Ellipse, weil ich ja hier weil ich in einer Dimension bin. Ich habe nicht noch diese Krümmung in dem Zentralfeld, sondern es geht alles nach unten. Nimmt einen Abstand ab von der unteren Linie da, aber ich laufe ja nicht wirklich rum. Aber es ist auch keine Parabel mehr, es ist nicht parabelförmig. Und jetzt kann ich den Schwerpunkt da einzeichnen, wieder. Und dann habe ich so eine Form und dann sieht vielleicht oder vielleicht auch nicht, dass das keine wirkliche Parabel ist, aber das ist auch egal. Der Schwerpunkt bewegt sich jedenfalls so, als wäre er ein punktförmiges Teilchen mit der Gesamtmasse und als wirke die äußere Gesamtkraft auf ihn. Und dann kommt eben die blaue Kurve raus. Und jetzt ist die Frage, wenn ich ein Teilchen an den Ort des Schwerpunkts, halt mal gerade mal an, jetzt nehme ich ein Teilchen der Gesamtmasse und setze es an den Ort des Schwerpunkts und lasse den fliegen. Was kommt dann raus? Verstehen Sie, dass das ein Unterschied sein kann? Der Schwerpunkt hier bewegt sich wie ein Teilchen, das die Gesamtmasse trägt und auf das die äußere Gesamtkraft wirkt. Verglichen mit ein Teilchen am Ort, anfänglich am Ort des Schwerpunkts, das auch die Gesamtmasse trägt, aber auf das die Gravitationskraft an diesem Ort wirkt. Also ich will das vergleichen, auf diesen Schwerpunkt hier, auf dieses fiktive Teilchen am Schwerpunkt, wirkt die äußere Kraft auf Teilchen 1 plus die äußere Kraft auf Teilchen 2. Die beiden zusammen, die Summe aus den beiden wirkt darauf und dann kommt diese schwarze Kurve raus. Jetzt nehme ich ein Teilchen, das ich an diese Stelle setze. An dieser Stelle wirkt ja auch eine Gravitationskraft. Das ist aber nicht die Kraft auf Teilchen 1 plus die Kraft auf Teilchen 2, sondern es ist die Kraft, die ein Teilchen hat, die halt genau da sitzt, diese Masse. Und dann kommt das hier raus. Nochmal zurück zum Anfang. Dieses schwarze Ding ist jetzt ein Teilchen, was ich da losschieße mit der Geschwindigkeit, die der Schwerpunkt in dem ursprünglichen Bild hat, und lasse das laufen. Dann spürt diese graue Masse da, die im Hintergrund ist, die Kraft, wo sie halt gerade ist, und nicht die Summe der Kräfte, wo blau und rot gerade ist. Ja? Dieses schwarze Ding hier spürt in dem Moment die Kraft
die der da spürt, plus die Kraft, die der da spürt. Und die beiden, ups, sag nicht, du bist abgestürzt. Und die beiden zusammen ergeben eine Kraft, die dann das Ding hier unten abtreiben. Der da oben spürt halt die Kraft, die er spürt, weil er da ist. Und am Anfang, so hatte ich das gewählt, setze ich die beide an den gleichen Ort. Das heißt, der kleine Schwarze, welcher der Schwerpunkt von den beiden, von diesem zweiten Teilchensystem ist, spürt die Kraft Summe der beiden. Und der Graue, der am gleichen Ort mit der gleichen Geschwindigkeit ist, spürt die Kraft, die er da hat. Und das ist nicht das Gleiche. Das heißt, sie können nicht einfach die vielen Teilchen nehmen, zusammenpacken, an den Schwerpunkt setzen und das als ein Teilchensystem behandeln, was dann irgendeine Dynamik hat, sondern weil sie dann die Kraft nehmen an dem Ort des Schwerpunkts. Sie müssen nicht die Kraft am Ort des Schwerpunkts nehmen, sondern sie müssen die Summe der äußeren Kräfte nehmen. Und die äußeren Kräfte hängen davon ab, wo die einzelnen Teilchen sind. Das heißt, man braucht weiterhin die Positionen aller Teilchen, also selbst wenn man den Schwerpunktsatz anwendet, der ja so nett aussah, so, diesen Schwerpunktsatz, der reicht nicht aus, wirklich um die Schwerpunktsbewegung festzulegen, weil in diesem F hier drin stecken die einzelnen RIs. Denn, wo sind sie denn? Diese Kräfte, diese äußeren, hängen davon ab, wo die Teilchen sind. So, das heißt, es ist zwar sehr schön mit dieser Gleichung, aber das ist nur dann eine einfache Gleichung, wenn die äußere Gesamtkraft auf die einzelnen Teilchen das gleiche ist wie die Kraft am Ort des Schwerpunkts. Und das ist beim homogenen Gravitationsfeld der Fall. Wo ist mein Mathematiker? Denn da hatten wir ja wirklich die Parabel bekommen. Denn da ist die Kraft hier in der Mitte die gleiche wie die Kraft da und dort. Die Kraft hier in der Mitte ist nämlich M1 plus M2 mal G. Die Kraft da oben ist M1 mal G. Die Kraft da unten ist M2 mal G. Also die Summe der beiden ist gerade M1 plus M2 mal G. Da passt es. Und hier passt es eben nicht. Also Achtung, ne? Wenn Sie, man nennt das irgendwie Gezeitenkräfte. Die Gravitationskraft bei so ausgedehnten Objekten ist an verschiedenen Orten unterschiedlich stark. Wenn wir das mal hier noch ausrechnen, die anfängliche Kraft auf den Schwerpunkt ergibt sich aus der Kraft auf Teilchen 1 plus die Kraft auf Teilchen 2. Das sind die beiden. Das sind wir irgendwie bei 11 mit meinen Zahlen. Die Kraft, die ein Teilchen an dieser Stelle spüren würde, wäre seine Gesamtmasse geteilt durch das, wo der sitzt. Das ist der Ort des Schwerpunkts. Und dann spürt er hier nur 8. Also die Kraft hier unten ist sehr groß, dann nimmt sie ab sehr schnell. Und der plus der zusammen gibt 11 nach unten. Und da ist, nimmt es ab, so dass wir da alleine 8 haben. Also von 11, von irgendwas geht es runter auf 8 und dieser kleine Beitrag macht es dann auch nicht mehr. Also die beiden zusammen werden sehr viel stärker angezogen als ein Teilchen, was hier wirklich sitzen würde. Und deswegen ist auch die schwarze Bahnkurve mehr gekrümmt. Und man kann noch ausrechnen, was das Verhältnis von den beiden ist. Und man sieht, die werden nur dann gleich, wenn das fiktive Teilchen, was wir da an den Ort des Schwerpunkts setzen, eine 33% größere Masse hätte. Ich habe noch ein Bild, weil es Spaß gemacht hat. Jetzt setze ich diese Federhantel nicht in Gravitationsfeld, sondern insgesamt an eine Feder. Nur um das nochmal zu betonen, das ganze Theater hier. Ist jetzt das Bild von dem System. Hier unten gibt es jetzt keine Erde mehr, was dran zieht, sondern wir haben nochmal eine äußere Feder. Ich hänge das Ganze an der Decke auf und lasse das jetzt hier rütteln. Langsamer. Und die Teilchenspuren noch dazu. Da sind sie. So wackelt das hin und her. Erinnert so ein bisschen an ein chaotisches System. So ein Doppelpendel ist aber alles in der Dimension, ist alles. Alles schön. Und der Schwerpunkt jetzt dazu, und das ist dieser hier. Wenn man ein Teilchen an eine Feder hängt, macht das einen Sinus. Und dieses eine Teilchen, dieser Schwerpunkt, ist eben jetzt nicht nur ein Teilchen an einer Feder. Denn der Schwerpunkt sitzt hier unten, und der schwarze Punkt, und die Kraft,
die der Schwerpunkt spürt, wenn wir aufzuzappeln, ist die äußere Gesamtkraft. Und die äußere Gesamtkraft ist die Kraft von der oberen Feder. Das untere ist ja eine innere Kraft. Die äußere Kraft ist die äußere Feder, diese hier. Das heißt, die Kraft, die hier auf das Blaue wirkt, ist jetzt die Kraft, die im Schwerpunktsatz auftaucht und auf das Teilchen am Ort des Schwerpunkts wirkt. Also Sie haben jetzt ein System, wo der Schwerpunkt hin und her wackelt und die Kraft ist gegeben, nicht durch irgendwie seinen Ort, sondern durch den Ort, wie weit diese Feder gespannt ist. Und dann kommt eben dieses Bild raus. So. Man verwendet den Schwerpunktsatz eben häufig für homogene Kraftfelder oder vielleicht, wenn gar keine Kraft ist, und dann sagt man, naja, der Schwerpunkt bewegt sich auf einer Geraden, genau wie, weil ich alles da reinpacke. Aber es ist nicht immer so einfach. Im Allgemeinen, wenn Sie eine Kraft haben, die ortsabhängig ist, ein Kraftfeld, das ortsabhängig ist, dann kann man eben doch nicht so einfach die Schwerpunktsbewegung berechnen. So einfach heißt, ohne die Position der einzelnen Teilchen zu kennen. Denn die Kraft, die auf den Schwerpunkt wirkt, ist eben nicht die Kraft am Ort des Schwerpunkts, den Sie dann in der Gleichung sowieso schon hätten, sondern eben an dem Ort der einzelnen Teilchen nur halt zusammenaddiert. Das war der Schwerpunktsatz. Vielen Dank.